Ja, unser Thema heute Abend ist: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Es ist ein Zitat aus der Bibel, das wir in dieser Serie schon 1, 2 bis 3 Mal angesprochen haben. Und wir wollen heute uns einen weiteren Aspekt anschauen über die Wahrheit, warum Jesus der Unvergleichbare ist. Wir haben jeden Abend, ich wiederhole es immer wieder, Aspekte kennengelernt, die uns deutlich machen sollen, und das ist das ganze Ziel dieser Serie. Es hat kein anderes Ziel, als dass wir Jesus Christus erkennen, wie er wirklich ist. Und sagen, es ist unglaublich, aber mit Jesus ist keiner vergleichbar. Denn diese Erkenntnis ist das ewige Leben, sagt Johannes 17, Vers 3. Und wir tauchen einfach mal ein. Zum Glück dürfen wir hier im Sitz eintauchen, aber es gibt Leute, die machen das wirklich. Es gibt Leute, die den Mut haben, aus Flugzeuge zu springen. Darf ich mal fragen, wer von uns den Mut hätte, aus dem Flugzeug zu springen? Oder wer hat das schon mal gemacht? Ja. Okay. Ich meine natürlich nicht auf dem Flughafen, in der Ungeduld, bevor das Gateway dran ist, sondern ich meine hier, aus Flugzeugen, die weit oben sich befinden. 4000 Meter über der Erde. Und eine Frau namens Debbie Williams hatte einen Kurs besucht und sie war mit ihrer Gruppe unterwegs. Sie war mittlerweile schon eine relativ erfahrene Springerin und sie hatte einen guten Lehrer. Und hier waren sie mit ihrer Gruppe auf 4000 Meter Höhe. Und dann war es soweit, sie standen an der Tür und als der Pilot das Signal gab, dass sie die richtige Höhe erreicht haben, sprang der Erste heraus. Und es ging ganz schnell nacheinander und auch Debbie, sie sprang auch heraus. Und sie sprang dann raus in den blauen Himmel hinein und einige Sekunden nur nach dem Absprung setzte Debbie zu diesem freifallenden Sturzflug, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich sage einfach Sturzflug, und sie stürzte im freien Fall zu der Gruppe hin und sie hatte sich verkalkuliert und sie prallte im freien Fall an einen ihrer Mitspringer und wurde am Kopf verletzt und wurde bewusstlos und stürzte wie ein Stein im Freifall, stürzte sie hier, nachdem sie hier diese Gruppe getroffen hat mit ihrem Kopf, obwohl sie den Helm auf hatte, stürzte sie wie ein Sack zur Erde. Ihr Springlehrer, er sah das, es geht ja innerhalb von Sekunden, dass hier hunderte von Meter zurückgelegt werden. Er sah das, dass hier diese Debbie runterstürzte und sie reglos und bewegungslos einfach nur erst, musste er es realisieren, dass sie einfach hier im freien Fall sich der Erde nähert. Und er reagierte sofort und wusste, was jetzt gerade hier passiert. Und er sah sie, wie sie also hier leblos die Erde runterfiel und er machte eine bestimmte Körperhaltung und er stürzte so schnell es ging in seinem freien Fall, versuchte er dorthin zu lenken, an sie heranzukommen. Aber es war sehr schwierig, weil sie schon einige Sekunden vor ihm einfach da runterstürzte und er hat sie kaum erwischt und er machte sich immer kleiner und immer kleiner und er sah, als er dort stürzte und da sie beobachtet, sah er, wie das Blut an ihrem Kopf runtertropfte und wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Er sah auf seinem Höhenmeter, dass er selbst darauf achten muss, dass er rechtzeitig noch den Schirm zieht. Als er fast an ihr dran war, versuchte er dann mit einer Hand an sie ranzukommen. Es war schwierig, weil sie ja nicht ruhig hielt, sondern sie drehte sich so. Und er versuchte, an ihre Leine zu kommen. Und er merkte, er ist selber nur noch bei Freifallgeschwindigkeit von 270 Stundenkilometern, war er selber nur noch 700 Meter von der Erde entfernt. Und er wusste, es dauert nur noch einige Sekunden. Und dann hat auch er keine Möglichkeit mehr, den Schirm zu öffnen. Und er erreichte 700 Meter vor dem Boden. Die Leine zog dran und es machte Pop und die Frau hing bewusstlos in ihrem Schirm und kam bewusstlos zur Erde herunter. Sie kam dann unten sicher an und hatte nicht mitbekommen, wie sie in der Luft Rettung erlebte. Als ich davon las, von dieser Geschichte, das waren keine Originalbilder von diesem Ereignis, da dachte ich, das ist unfassbar.
wie unglaublich die Parallelen sind zu dem, was uns die Bibel sagt. Die Menschheit befindet sich im freien Fall. Dieser Globus befindet sich in einem Sturzflug und wenn nicht irgendwo Rettung kommt, dann wissen wir, wie das ausgeht. Die Bibel berichtet von einer Rettungsaktion in der Luft. Und so wie der Lehrer für sie ja quasi zu einem Engel wurde, zu so einem Art rettenden Engel, so berichtet die Bibel von einer Rettungsaktion in der Luft für die Welt, die sich im Freifall befindet und es noch nicht mal weiß, weil sie bewusstlos ist. Oder man könnte auch sagen, statt bewusstlos, unbewusst. Sich nicht bewusst ist, dass sie hier sich im Freifall befindet, so wie Debbie, die das nicht wusste. Viele von uns heute auf dieser Erde kann man vergleichen mit solchen Springern, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Richtung Bodenkontakt rasen. Aber die Bibel berichtet uns, dass sogar im letzten Augenblick der Geschichte dieser Menschheit Gott einen Plan hat, diesen freien Fall zu unterbrechen und Rettung zu bringen. Und das ist wunderbar, damit das Schicksal von Millionen von Menschen nicht der Aufschlag ist, sondern sicher auf der Erde ankommt, auf der neuen Erde. Ich lade uns ein, dass wir heute Abend einfach mal diesen Text uns näher anschauen, den wir schon einmal behandelt haben, aber in einem etwas anderen Kontext, in Offenbarung Kapitel 14. In dem Buch der Bibel, wo Gott uns konfrontiert mit einem Entscheidungsaufruf an die ganze Menschheit. Genau genommen ist es der letzte Aufruf, der letzte Ruf Gottes an die Menschheit, stillzuhalten, damit er rankommt und das tun kann, was er vorgesehen und geplant hat. Lesen wir mal zusammen Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Ich sah einen anderen Engel fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. Allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völker. Viele kennen den Text auswendig, ich weiß. Aber viele lesen drüber, worum es eigentlich geht. Ein Vers, der beschreibt, dass dieses Bild finde ich einfach zu markant und zu plastisch, dass man es übergehen kann. Die Bibel spricht hier von einer Rettungsaktion in der Luft durch einen Engel. Und wir wissen, die Bibel beschreibt Engel ja immer wieder, entweder als wirkliche Wesen, die auf die Erde kommen und etwas überbringen. Deswegen heißen sie ja Boten, Boten Gottes. Aber wir sehen, dass hier eine Botschaft, dass hier Boten unterwegs sind, die der ganzen Welt, egal wo, allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern, allen Sprachen auf dieser Erde etwas zurufen. Und das, was hier zugerufen wird, ist die Rettungsleine. Es ist das, was den freien Fall unterbricht und unterbindet, beziehungsweise den freien Fall zu einem sanften Ankommen macht auf der Erde. Hier wird uns gesagt, dass auf der ganzen Welt Menschen sind, die Gott erreichen möchte, jung, alt, egal welcher Nationalität, das, worum es heute Abend geht, geht jeden Menschen an. Gott möchte die ganze Welt, alle Nationen und alle Stämmen, jeden möchte er darauf hinweisen, dass etwas geschehen muss, das unsere ganze Ewigkeit beeinflussen wird. Schon einmal in der Weltgeschichte gab es einen Boten, vielleicht könnte man ihn so nennen, einen Boten, den Gott sandte, der allen Menschen auf der Erde eine wichtige Botschaft zu sagen hatte. Und diese Botschaft war, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserquellen und was darin ist.
Noah war, so wird in der Bibel genannt, ein Prediger der Gerechtigkeit und er war ein Mann, der, wir wissen nicht viel, aber er wird beschrieben als ein frommer Mann. Und er war Gott gehorsam und er liebte Gott. Und seine Familie liebte ihn auch. Gott natürlich. Und Gott kam zu ihm mit einer Botschaft und sagte, Noah, ich brauche dich. Ich habe beschlossen, dass ich mit dieser Erde ein Ende mache. Alles Fleisch, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Wir wissen, warum das geschehen ist. Wer die Bibel liest, weiß, dass in Kapitel 6 der Grund genannt wird, warum Gott es auf einmal bereut, dass er sagt, warum habe ich die Menschen gemacht? Das ist traurig. Schon mal gehört, dass jemand, der uns lieb hat, gesagt, oh, warum haben wir uns zwei bloß getroffen? Was würden wir empfinden, wenn unser Ehepartner sagen würde, warum? Warum haben wir uns bloß jemals getroffen? Es wäre besser gewesen, wir hätten uns nie gesehen. Ich glaube, das muss der schlimmste Moment im Leben eines Menschen sein. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass Gott zu mir sagt, es tut mir leid, dass ich dich gemacht habe. Aber Gott sagt in 1. Mose genau das. Er sagt, es tut mir weh und es tut mir leid, dass ich die Menschen gemacht habe. Wir gucken immer auf die Menschheit. Da sind so viele Menschen gestorben. Aber hören wir doch mal, was Gott hier sagt. Er sagt, es tut mir weh, dass ich die Menschen gemacht habe. Gott ist hier zerbrochen. Er ist innerlich so angeschlagen durch die Bosheit der Menschen, die trotz seiner Liebe einfach sich abwenden von ihm und sagen, was juckt uns? Gott, lasst uns essen, trinken, morgen sind wir tot. Übrigens ist das Motto, das gar nicht so weit weg ist von dem, was wir heute um uns herum erleben. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir wahrscheinlich tot. Mit anderen Worten, lasst uns unser Leben genießen. Noah erlebt, wie Gott ihn aufruft und sagt, Noah, ich brauche dich. Ich möchte den Menschen eine Chance geben und ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass ich Gutes für sie vorhabe. Lad sie alle ein in die Arche. Wir kennen die Geschichte, ich werde da nicht die ganze Geschichte jetzt mit uns allen hier durchgehen. Wir kennen die und können die lesen. Aber entscheidend ist, an der ganzen Geschichte gibt es einen kritischen Moment. Einen kritischen Moment. Wir wissen, die Bibel sagt uns, dass Noah 120 Jahre lang nicht müde wurde, jeden Morgen aufzustehen, nach dem Frühstück rauszugehen und den Leuten zu sagen, was? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Mit anderen Worten, wir haben ja schon gelernt in einem anderen Thema, was das bedeutet. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Wer weiß es noch? Was heißt das mit unserer Sprache? Die Stunde der Verantwortung. Gott sagt, der Moment ist da, wo jeder Verantwortung übernehmen muss für sich und für sich ganz allein. Und in dieser ganzen Geschichte, die in der Bibel berichtet wird, wo die Menschheit einen entscheidenden Schnitt erlebt, ein globales Ereignis, an dem keiner vorbeikam. Niemand kam dran vorbei, auch nicht die, die sich auf den Berg gesetzt haben oben und gedacht haben, ah, der Berg ist hoch genug. Die Menschheit befindet sich jetzt gerade dabei, auf ein Ereignis zuzugehen, an dem keiner vorbeikommt. Keiner. Wir haben hier eine Serie gehabt über die Weltordnung, da haben wir einiges drüber gesprochen. Aber der kritische Moment in der Geschichte, woraus wir lernen können, ist welcher Moment? Als Noah ruft und sagt, kommt, kommt in die Arche. Und er ruft 120 Jahre lang. Und das, was mich am meisten erstaunt an dieser ganzen Geschichte, vielleicht ging es uns ähnlich, ist die Tatsache, dass bei 120 Jahren Predigt, und ich bin mir sicher, dass Noah kein schlechter Prediger war, Noah war ein guter Prediger. Warum? Er hatte die besten Voraussetzungen als Prediger. Er war fromm. Er war Gott gehorsam. Er machte, was Gott sagte, nicht, was er in seinem Bauch spürte. Denn in seinem Bauch spürte er nichts anderes als die anderen Leute. Regen, Flut, keine Anzeichen. Er hat nicht mehr gesehen und nicht weniger gesehen als die anderen Menschen. Aber er war ein guter Prediger und er predigte 120 Jahre. Und das Ergebnis von 120 Jahren Predigt war was? 8 Leute. Und das war noch die eigene Familie.
Wir würden wahrscheinlich heute nach diesen Kriterien, was Noah erreichte mit seiner Predigt, ihn entlassen. Weil er absolut kein Gemeindegründer war und keiner, der damals die Menschen überzeugen konnte. Aber das lag nicht an Noah. Woran lag das? Dass damals die Menschen sich nicht überzeugen ließen, in die Arche zu gehen. Es lag an ihrem eigenen Willen. Es lag an der Blockade, nämlich ihres eigenen Willens. Darf ich mal sehen, wer von uns glaubt, dass Gott allmächtig ist? Wer glaubt, dass Gottes Allmacht Grenzen hat? Ich. Gottes Allmacht hat eine Grenze und vielleicht kommt ihr jetzt morgen nicht mehr oder vielleicht sie nicht mehr, weil sie sagen, der spricht unbiblische Sachen. Allmacht heißt doch alles. Nein, Gott hat eine Grenze in seiner Allmacht. Und diese Grenze ist, dass er in seiner Liebe und in seinem Wesen niemals, ich betone, niemals unseren Willen biegen, manipulieren oder brechen wird. Niemals. Und das ist Gottes Grenze. Hier hat sich Gott selber eine Grenze auferlegt in seiner Allmacht. Und die wird er niemals brechen, diese Grenze. Niemals. Damals ging die Menschheit verloren, außer 8 Personen und den Gläubigen, die schon vor der Sintflut zur Ruhe gelegt wurden, das heißt vorher starben. Es gab ja auch andere Gläubige noch. Aber im Boot drin saßen 8 Gläubige. Und die Menschen gingen damals verloren, weil sie nicht wollten. Nicht, weil Gott es nicht wollte. Jesus sagte, zur Zeit des Menschensohnes wird es so sein wie zur Zeit Noahs. Wer weiß, wie es weitergeht. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Wir haben schon geklärt, was das bedeutet. Das ist der biblische Synonym für Lebensstil. Und der Satz geht weiter, wer weiß es. Bis auf den Tag, als Noah in die Arche ging, und jetzt kommt die Dramatik. Und sie achteten es nicht. Sie achteten es nicht, als Noah in die Arche hineinging. Er predigte 120 Jahre, aber nach 120 Jahren ging er in die Arche hinein. Sie achtete es nicht. Die Bibel, Jesus Christus sagt in Matthäus 24, dass das der Grund ist, warum sie nachher außerhalb der Arche waren. Weil sie nicht darauf achteten, was Noah tat, dass er nämlich in die Arche ging. Sie beachteten es nicht. Er hat die Menschheit 120 Jahre gewarnt und sie beachteten es nicht. Die Frage ist, auf welches Ereignis bereitet die Botschaft in Offenbarung durch diesen Engel, durch diesen Boten, die Menschheit vor? Auf welches Ereignis?